zusammen! Willkommen zur nächsten Bewegungsparty. Ich bin Melanie von der Sportjugend des Stadtsportbundes Osnabrück und wir machen heute einen neuen Tanz und zwar zu dem Lied von Lea und Kyrill aus dem Soundtrack von dem Film Das schönste Mädchen der Welt. Und bevor wir starten, braucht ihr erstmal ein Utensil und zwar tanzen wir heute mit einem Stuhl. Das heißt, besorgt euch erstmal einen Stuhl, bevor wir beginnen können. Habt ihr das getan, startet ihr mit der Lehne nach vorne gedreht. Das ist gleich ganz wichtig. Und wir gehen ein paar Schritte zurück hinter unseren Stuhl. Ich würde so sagen, ja, bei mir geht nicht mehr als 4 Schritte, weiter komme ich nicht in die Requisiten. Und wir beginnen damit, dass wir einen Cross-Turn machen. Das heißt also, ihr springt mit dem linken Bein vor das rechte und dreht einmal über die rechte Schulter auf. Dann öffnet ihr mit links und mit rechts. Das Öffnen passiert auf so Klavierschläge. Und mit diesen Klavierschlägen, die darauf folgen, gehen wir jetzt auch nach vorne. Das heißt, ihr geht mit links nach vorne, setzt rechts ran, öffnet links, rechts und dann kommt ein Kopfdrehen. Darauf singt Lea auch, gedreht hast. Nächste Schritte, links, rechts, links, rechts. Ich finde, dir steht das. Wir machen einen Armkreis vor unserem Gesicht. Die nächsten Schritte, links, rechts, öffnen, links, rechts, öffnen, einmal den Armkreis von innen nach außen und die letzten Schritte, links, rechts und auf den Text, ob das mit uns klar geht, schnipst ihr euch mit dem linken Finger an den Kopf und macht nach rechts eine Körperwelle. Dabei könnt ihr euch schon mal bereit machen, dass ihr gleich auf eure Stuhlfläche, auf die Sitzfläche klopft. Da hört ihr auch in dem Lied, macht das bei euch zu Hause schön laut, so ein Beat. Und der wird so geklopft, links, rechts, clap. Könnt ihr so ein paar Mal ausprobieren, vielleicht auch erstmal zur Musik, dass ihr da reinkommt. Also von der Geschwindigkeit ist es. Wir machen das aber nicht auf jeden Schlag, weil zwischen den Beats, die wir begleiten, machen wir immer einen Armkreis. Zuerst von innen nach außen, dann kommt das nächste, links, rechts, clap. Das Ganze kommt einmal andersrum, von außen nach innen. Und nochmal. Jetzt machen wir aber keinen Armkreis, sondern legen unsere Hände auf die Stuhllehne und machen einen kleinen Sprung, sodass wir uns auf den Stuhl setzen können. Okay? Einmal bis dahin noch einmal langsam, also geht noch mal nach hinten und wir beginnen. Also am Anfang kommt so ein, ja, ein Geräusch. Das ist sozusagen euer Start, dass ihr euch bereit macht. Und auf den ersten Klavierschlag geht ihr in den Cross-Turn, umdrehen. Dann wartet ihr kurz und auf die nächsten 2 Klavierschläge öffnet ihr links, rechts. Dann kommen wieder die Klavierschläge und dann tritt auch der Gesang ein oder beginnt der Gesang. Und ihr geht mit links, rechts nach vorne und öffnet links, rechts, Kopf drehen. Die nächsten Schritte, links, rechts, Spiegel, wieder nach vorne. Links, rechts, von außen, von innen nach außen, so rum. Und die letzten, links, rechts. Ich finde, dir steht das. Dann kommen die Klopfer, Armkreis. Andersrum. Handflächen auf die Lehne und Jump. Dann kommt auch schon zum ersten Mal der Refrain. Der beginnt mit den Zeilen, immer wenn wir uns sehen. Und das wiederholt sich auch immer. Und jedes Mal, wenn sie das singt, schauen wir. Entweder nach rechts oder nach links. Beim ersten Mal
Immer wenn wir uns sehen, nach links, das ist ja spiegelverkehrt, also ihr schaut nach links, ich schaue nach rechts, dann dreht ihr den Kopf einmal zurück. Da sinkt sie auch. Was mit Kopf? Auch verdrehen, glaube ich. Ja. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. So ist es, genau. Also das Erste, immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Dann geht ihr mit dem linken Finger nach vorne, mit dem rechten und öffnet. Das Nächste, immer wenn wir uns sehen, geht nach links. Bleibt mein Herz immer stehen, formt also ein Herz mit den Händen und fahrt nach vorne. Die Hände gehen an den Kopf und ihr schiebt die Handfläche nach außen. Dann das Letzte, immer wenn wir uns sehen, nach rechts. Dabei steht ihr auf, mit dem rechten Bein steigt ihr sozusagen vom Stuhl. Könnt einfach einmal so um den Stuhl rumdrehen oder rumgehen, wie es euch gefällt, dass ihr einmal direkt vor der Lehne steht und über die linke Schulter schauen könnt. Okay? Dann dreht ihr nochmal, das könnt ihr frei tanzen, da könnt ihr eigentlich machen, was ihr mögt, das finde ich gut. Könnt ihr einfach frei irgendwie tanzen, bis ihr hinter eurem Stuhl wieder steht, weil sobald Kyrill anfängt zu singen, müssen wir wieder an dieser Stelle sein. Okay? Wir machen es einmal ab dem Klopfen nochmal langsam. Okay? Also ihr seid von hinten nach vorne gekommen und ihr startet mit dem Klopfen. Armkreis. Andersrum. Hände auf die Lehne. Jump. Immer wenn wir uns sehen, Kopf rollen. Finger links, rechts öffnen. Immer wenn wir uns sehen, Herz, mein Kopf leer, sinkt sie da. Wir nehmen die Handflächen nach außen und das letzte Mal, wenn wir uns sehen, steigen vom Hocker, drehen uns einmal auf und drehen uns zur Lehne, schauen über die linke Schulter. Und dann dürft ihr frei tanzen, immer wenn wir uns sehen, singt sie da, sodass sie dann wieder hinter eurer Stuhlfläche steht. Okay, ich würde sagen, wenn ihr es nochmal langsam braucht, wer denkt, oh, neues Gerät, ich möchte das gerne nochmal durchmachen, spult ruhig gerne kurz zurück, sonst machen wir es jetzt einmal mit Musik. Viel Spaß! Nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Mach die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie anders, ich finde, dir steht da. Wenn du wüsstest, was abgeht, wenn du einfach nur dastehst, verlier mich in deinem Blick, kann mir irgendwer sagen, ob das mit uns klar geht. Immer wenn ich an dich denk, raubst du mir den Atem. Ich würde so gern mit dir hängen, aber trau mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt wieder, doch ich spüre, du bist anders. Immer wenn wir uns sehen, bleibt mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer. Wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, ich will sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlässt. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns. Okay, ich hoffe, ihr habt den ersten Teil gut geübt. Wir machen jetzt einmal weiter. Also, wir haben ja den Refrain getanzt und sind frei tanzend wieder zurück hinter unsere Stuhlfläche gekommen. Und jetzt beginnt Vincent anzusingen. Und am Anfang nehmt ihr die rechte Hand und legt sie auf die Lehne und macht einen Schritt nach links. Und malt mit dem Lippenstift etwas an eine Wand. Das singt er nämlich da so ähnlich. Kommt wieder zurück zur Mitte und wechselt einmal. Ihr geht nach rechts raus und er singt, du hast jeden Tag Geburtstag. Darauf nehmt ihr einmal eure rechte Handfläche und pustet einmal. Puh. Könnt ihr euch vorstellen, okay, ein Kuchen passt da jetzt nicht unbedingt auf die Handfläche, aber vielleicht ein kleiner Cupcake, wo eine Kerze drauf ist und die pustet ihr aus. Okay? Dann geht ihr wieder zurück. Also, ihr beginnt mit links raus, malen. Rechts raus, pusten. Okay, wieder zurück. Dann nehmt ihr den linken Fuß und stellt ihn einmal auf die Stuhlfläche und macht einmal einen Kreis und geht einmal nach oben.
Dann wechselt ihr einmal das Bein und macht das Ganze nochmal. Okay? Dann geht es weiter, dass ihr mit dem linken Fuß einmal auf die Fläche tappt. Zurück. Das Ganze mit rechts. Zurück. Die Handflächen gehen auf die Sitzfläche und ihr springt einmal auf. Dann kommt so ein Kreis, den ihr malt, und zwar zuerst nach rechts, groß und nach links. Und da müsst ihr schon bereit sein und könnt eigentlich auch schon die Hände auf die Stuhllehne legen, weil ihr dann wieder einen Sprung macht und euch hinsetzt. Okay? Wir machen das Ganze nochmal von Beginn bis dahin langsam. Also, ihr steht hinter eurem Stuhl und lehnt euch zuerst nach links raus und malt etwas an die Wand. Zurück in die Mitte, das Ganze nach rechts, eine Kerze auspusten, zurück, dann geht ihr mit rechts hoch, Armkreis. Jetzt geht ihr mit rechts hoch, Armkreis, Entschuldigung, bei mir ist es genau alles spiegelverkehrt. Und dann tappt ihr mit links, rechts, einmal die Hände auf die Stuhlfläche, aufspringen, ein großer Kreis, Hände auf die Lehne und jump. Okay? Wir machen dann einmal weiter. Ihr schiebt einmal den linken Fuß nach vorne, dürft ihr ruhig Flex ziehen, das heißt also die Zehen zu euch ran und die Hände gehen auch mit Flex-Händen einmal nach links. Das Ganze kommt dann auch in die andere Richtung. Dann rollt ihr den linken Arm auf, den rechten Arm auf und macht einen Armkreis, sodass ihr euch einmal auf eure Lehne lehnen könnt, auch den Kopf so tief auf eure Arme legt. Okay? Nochmal. Also links aufrollen, rechts aufrollen, Armkreis tief. Dann rollt ihr einmal die Arme nach oben und zeigt die Daumen. Darauf sinkt ihr auch, hältst die Daumen raus. Okay? Dann steht ihr auf, tut so, als ob ihr euch eine Kapuze absetzt. Da sinkt ihr auch, du siehst auch im Hoodie unglaublich aus. Da dürft ihr gerne irgendeine Pose machen, die ihr möchtet. Okay? Wir machen einmal die zweite Strophe sozusagen, wo Kyrill singt, von vorne. Langsam. Also, ihr geht zuerst links raus, malen. Rechts raus, pusten. Einmal mit links hoch, Armkreis. Einmal mit rechts hoch, Armkreis. Und wir tappen. Links, rechts. Hände auf die Fläche, aufspringen. Armkreis von rechts nach links, Hände auf die Lehne, jump. Links, rechts, links aufrollen, rechts aufrollen, Armkreis tief. Aufrollen, Daumen. Aufstehen, Hoodie, Pose. Wir machen die letzten Schritte, weil das dann tatsächlicherweise schon geschafft ist. Wir machen eine kleine Schrittdrehung über die linke Schulter. Das heißt, die linke Schulter geht zuerst nach hinten. Ihr dreht euch, geht dann aber schon wieder auf euren Stuhl ran, damit ihr links aufstellen könnt und mit links einen Armkreis macht. So ähnlich wie gerade, nur dass es ein bisschen schräger ist und ihr nicht mit beiden Armen einen Armkreis macht, sondern mit einem. Das Ganze machen wir dann auch zurück. Das heißt, die rechte Schulter geht nach hinten. Wir drehen und der rechte Fuß auf die Fläche, die rechte Hand malt einen Kreis. Und von hier aus, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, beim Üben war das bei mir auch noch ein bisschen schwierig. Von hier aus geht ihr nicht runter, sondern versucht direkt in eine sitzende Position zu kommen, weil dann der Refrain wieder kommt. Das heißt, wir schauen nach rechts, drehen den Kopf, Finger, Finger öffnen. Wir schauen, Herz, Kopf, öffnen, schauen, rumdrehen und über die linke Schulter schauen. Und wieder frei tanzen, wie ihr möchtet.
Super. Wir machen das einmal die zweite Strophe mit Musik zum Üben. Viel Spaß, wir sehen uns gleich. Du malst mit Lippenstift dein Vulkan. Du hast jeden Tag Geburtstag. Du klaust dir ein Motorrad, fliegst durch die Nacht, hängst ein bisschen auf dem Mond ab. Du bist die Heldin vom Block. Dein Selbstbewusstseinslevel ist Gott. Bunte Blume auf der grauen Straße. Du kannst in die Zukunft schauen in deiner Kaugummiblase. Mädchen lieben Pferde, du magst Pferd auf dein Boot. Nachts gehst du Nashörner streicheln im Zoo. Wenn das UFO kommt, hältst du den Daumen raus. Und du siehst doch im Hoodie unglaublich aus. Immer wenn ich an dich denk, rauchst du mir den Atem. Ich würde so gern mit dir hängen, aber traue mich nicht zu fragen. So, schön. Also, ihr habt jetzt einmal alles gelernt, was ich mir für euch ausgedacht habe. Das bedeutet, wir machen nochmal alles langsam von vorne bis hinten, komplett und tanzen es dann zusammen mit Musik. Also, ihr startet hinten und macht den Cross-Turn, umdrehen, links, rechts. Wir gehen die Schritte links, ran. Rechts, links öffnen, Kopf dreht. Nächster Schritt, links, rechts, Spiegel, links, rechts, Arme öffnen und der letzte, links, rechts an den Kopf schnippen. Dann beginnen wir mit den Claps. Links, rechts, Clap, Armkreis. Links, rechts, Clap, andersrum. Links, rechts, Clap, Hände an die Stuhllehne und Jump. Der erste Refrain. Schauen, Kopf. Finger öffnen. Schauen, Herz. Kopf, öffnen. Schauen, aufstehen. Einmal rumdrehen und über die linke Schulter schauen. Frei tanzen, sodass ihr wieder auf der anderen Seite steht. Dann geht es weiter nach links, malen. Nach rechts, Geburtstagskuchen auspusten. Zurück, mit links auf den Stuhl, Armkreis. Mit rechts auf den Stuhl, Armkreis. Linker Fuß, Tap. Rechter Fuß, Tap, Hände auf die Fläche, aufspringen. Armkreis von rechts nach links, Hände auf die Lehne, Jump. Nach links, nach rechts, linker Arm aufrollen, rechter Arm aufrollen, großer Kreis nach innen, tief. Arme aufrollen, Daumen nach oben, dann aufstehen, Hoodie, Pose. Schrittdrehung, rechte Schulter, Entschuldigung, linke Schulter nach hinten. Linker Fuß auf die Fläche. Linker Arm malt einen Kreis. Das Ganze zurück, rechte Schulter nach hinten. Rechter Fuß auf die Fläche. Rechter Arm malt. Genau, nur dass ihr da nicht so wie ich runtergeht, sondern einmal runterspringt. Und da sind wir wieder bei dem Refrain. Nach links. Kopf rollen. Finger öffnen. Nach rechts. Herz. Kopf öffnen. Nach links. Aufgehen, drehen. Und über die linke Schulter. Und wieder frei drehen. Und dann dürft ihr tatsächlicherweise auch machen, was ihr möchtet. Genau, dazu verrate ich gleich eigentlich mehr. Jetzt tanzen wir erstmal alles mit Musik. Das heißt, macht bei euch die Musik laut an und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich wusste nicht, was mir gefehlt hat, bis du alles verdreht hast. Machst die schönsten kleinen Fehler, bist irgendwie anders. Ich finde, dir steht das. Wenn du wüsstest, was abgeht, wenn du einfach nur dastehst. Verlier mich in deinem Blick, kann mir irgendwer sagen, ob das mit uns klar geht. Immer wenn
soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, ist es sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns, wenn wir uns sehen. Du malst mit Lippenstift ein Vulkan. Du hast jeden Tag Geburtstag. Du klaust dir ein Motorrad, fliegst durch die Nacht, hängst ein bisschen auf dem Mond ab. Du bist die Heldin vom Block, dein Selbstbewusstseinslevel ist Gott. Bunte Blume auf der grauen Straße, du kannst in die Zukunft schauen in deiner Kaugummiblase. Mädchen lieben Pferde, du magst Pferd auf dein Boot. Nachts gehst du Nashörner streicheln im Zoo. Wenn das UFO kommt, hältst du den Daumen raus. Und du siehst doch im Hoodie unglaublich aus. Immer wenn ich an dich denk, brauchst du mir den Atem. Ich würd so gern mit dir hängen, aber traue mich nicht zu fragen. Immer wenn wir uns sehen, fängt mein Kopf an zu drehen. Es gibt viele, doch ich bin nichts anderes. Immer wenn wir uns sehen, wird mein Herz wieder stehen und mein Kopf leer, wo soll ich anfangen? Immer wenn wir uns sehen, muss ich sofort wieder gehen, weil ich rot werde, wenn du mich anlachst. Immer wenn wir uns sehen, immer wenn wir uns, wenn wir uns, immer wenn wir uns, wenn wir uns sehen. Das war unsere zweite Bewegungsparty. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß bei dem Tanz. Genau, am Ende wirst du wieder hören, bevor das letzte Mal, das dritte Mal der Refrain kommt, ist wieder ein kurzer Part, wo du dir selber etwas ausdenken kannst. Ich finde das eigentlich immer am schönsten. Werd selber kreativ, denk dir was Tolles aus. Vielleicht hast du auch richtig Lust, dir dazu auch ein Outfit auszudenken und deinen Eltern vielleicht eine Freude zu machen und denen das vielleicht vorzuführen. Gerade mit so einem Stuhl, es hat jetzt ja vielleicht doch einen sehr schönen Show-Effekt. Ich wünsche dir erstmal ganz viel Spaß mit diesem kleinen Tanz und wir sehen uns nächste Woche wieder. Eure Melanie.